You are not doing hip-hop, you are hip-hop. Das ist ein Einstieg in die privatisierte Zensur und Rechtsprechung mit Facebook und Twitter als Internetpolizei und Richter und dem Bundesjustizministerium als übergelagerter Wahrheitskommission. Das machen wir Piraten nicht mit. Also Gehaltszahlung ohne Arbeitsleistung hat niemanden interessiert. Fehlende Anwesenheit am Arbeitsplatz hat niemanden in den Behörden interessiert. Es ist vollkommen egal, wann der eigentliche Konsum stattgefunden hat. Der Lappen ist weg. Und es spielt auch keine Rolle, ob der Fahrer oder die Fahrerin nüchtern war oder nicht. Ist das ungerecht? Ich sage, ja, das ist ungerecht. Open Data heißt Daten gemeinsam teilen und nutzen, damit der Nutzen für alle steigt. Muss die Versorgung mit schnellem Internet als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge definiert werden, da sie einen wichtigen Baustein für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse darstellt. Zum einen ist es eine Ausweitung der Antragsberechtigten, für eine Information auch auf juristische Personen. Der zweite Punkt, Zugang zu Daten auch in maschinenlesbarer Form. Mit entsprechend großen geplanten Stückzahlen innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahren müssen die Hersteller zu entsprechenden Investitionen angetrieben werden, damit der ÖPNV und damit die Mobilität für alle nicht verschwinden, damit wir keinen Verkehrsinfarkt erleiden, muss die Politik dem ÖPNV ermöglichen, seine Vorteile auch zu nutzen und unmittelbar mit hohem Ressourceneinsatz in die Zukunft zu investieren. Viele andere Angelegenheiten sind wahrscheinlich viel wichtiger und interessieren die Menschen da draußen viel mehr als diese 20% im parlamentarischen Betrieb. Aber sie sind am Ende wichtig.